Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab, meine Freunde? Zum ersten Tag der Gamescom. Und zwar, wir haben Mittwoch. Heute ist der Pressetag. Also der Tag für Presse, Leute und Fachbesucher. Und ja, wir begeben uns gerade auf die Reise. Wie geht's? Ein bisschen Ansammlungen noch vom Deutschlandtrip. Bisschen. Ja, das ist jetzt der erste Vlog von der Gamescom. Wir haben gerade gefrühstückt und wir begeben uns jetzt gerade auf die Autobahn und dann werden wir sehen, wo wir landen. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt bei der Gamescom angekommen und ich sehe schon in der Entfernung sehe ich schon ein paar Menschen. LOL! Naja. Alle fünf. Die habe ich auch, die Kamera. Wow. Hast du echt? Ja, natürlich. Ey, könnt ihr mich vielleicht mal ganz kurz abonnieren, Leute? Das wäre echt sau cool, wenn ihr es machen würdet. Und ja, fickt euch. Abonniert ihn nicht am besten. Abonniert alle mich. Nicht den. Ja, sorry, Leute, ey. Gerade wurde ich ein bisschen überrempelt von dem Leben Rotpilz und von dem Revinensiedel. Deswegen war der Blog ein bisschen abrupt beendet. Ja, der Blog, weißt du, ich habe geschrieben und dann bin ich auf Leertasten gekommen. Und dann war abgebrochen alles. Deswegen, wir gehen jetzt Halle 5, ne? Richtig. Und holen uns ein bisschen so ein Halsband von Tupac Amaru Shakur. Der hat die damals hier vererbt in den Laden. Und wir holen uns jetzt so eins ab. Jo, Freunde, was geht ab? Wir sind gerade hier bei der Blizzard Stage, was heißt Stage, Ecke. Und die haben hier echt mega krass viel aufgebaut, muss man sagen. Bei denen läuft richtig gut. Wir haben als Blizzard-Fan von Warcraft vor allem, gibt es hier natürlich ganz viel zu sehen. Dort haben wir auch ein Bild gemacht mit ein paar Orks und sowas. Also ist echt mega, was die hier alles aufgebaut haben. Ich denke mal, die meisten Schnittbilder, die am geilsten sind, werden von der Blizzard Stage stammen. Auf jeden Fall ist alles geil hier, alles super, super. Also, wir fragen mal den Rotpilz. Rotpilz, wie geht's dir? Gut, und dir? Und wessen Weg willst du einschreiten? Er hat dieselbe Cam wie ich, nur man kann mit da... Mit einem Bildschirm. Genau, mit einem Bildschirm. Die habe ich leider nicht, deswegen kann es sein, dass bei mir... Ja, haha. Ah, cool, bei der auch oder so. Ich muss gerade ein bisschen Arbeit machen, Schreinarbeit vor der Tür. Muss gucken, wo du bleibst mit deiner Malocherei. Hey! Nee, wir haben gerade den Ralf getroffen. Ich hatte ein kleines Déjà-vu. Ja. Wir haben uns ja schon mal getroffen, war ja Nürnberg. Jetzt ist der Herr wieder da. Ja, welchen Chill angesagt ist, ne? Hast du Termin heute? Ja. Wo darfst du das sagen? Ich war gerade bei EA. Gerade bei EA. Wir sind hier gerade bei der YouTube Gaming Bühne, nicht Bühne, Stand. Hallo! Hallo, kam gerade eine random Frau rein. Und ja, wir sind hier gerade bei YouTube Gaming und wir haben mit einem, ich weiß nicht, CEO, Manager, Programmierer, keine Ahnung, von YouTube lange gequatscht. Und er hat uns alles über YouTube Gaming erzählt und Leute, YouTube Gaming wird heftig. Das wird so krass, das wird mega geil. Wir haben das gerade getestet, unsere Channels abgecheckt und sowas. Man muss sagen, ey, das wird mega heftig. Das ist einfach so geil, es ist einfach so krass übersichtlich, was Gaming angeht. Das Streamen wird einfach mega nice. Und die meinten, dass es dieses Jahr noch gelauncht wird, hoffentlich. Also ich kann echt nur sagen, YouTube Gaming ist mega nice. Felix! Wie ist YouTube Gaming? Wie ist YouTube Gaming? Geil. Geil, ne? Geil. Hier, da, ne? Siehst du das? Hier, guck mal hier, ne? Du kannst hier auf Favoriten gehen, ne? Die wissen was gut ist. Hier, pass auf. Kannst du runterscrollen. Wer ist da? Rotpilz. Guck mal da, pass auf, hier, Alter. Oh, du hast auch so einen schönen Spawn, hier. Heftig, ne? So geil, oder?
Wir haben gerade dort den Mentor getroffen. Wie geht's dir? Stopp, mir geht's gut, alles klar. Ja, kann man machen. Aber YouTube Gaming ist echt, ich freue mich drauf. Guck mal, wen wir getroffen haben. Boah, kann man nicht machen. Warte, gib los, wie geht's dir? Geht's gut mit dir? Ja, auch super, ey. Ja? Super Laden hier. Ich finde das total komisch, dass ich gerade mit einer Kamera rede. Echt? Ja, ich will mit der Person dahinter reden, aber ich mag euch auch. Ich teste gerade den Selfie-Stick von Ivo. Kann man eigentlich auch machen und investieren? Was hast du für den Spaß bezahlt? Ja, weiß ich nicht, habe ich ihn kostenlos bekommen. Kann man mal machen. Ich hoffe, man hört mich aber auch. Ich hoffe auch. Ein bisschen Soundcheck machen. Kommt rein. Ah, kann man mal machen, kann man machen. Google, du bist nicht behindert, Mann. Der denkt auch, er wäre Businessman. Okay, alles klar, dann Nintendo. Du kann man leben, ich glaube dir. Okay. Jo, Freunde, wir stehen hier gerade bei Need for Speed an. Wie geht's dir, ey? Wie geht's? Ja, wir wollen das neue Underground 3 antesten. Bin ich mal gespannt, wie geht's, Speed? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich schon. Ah, okay, auch 3, gut. So, Freunde, wir haben gerade Need for Speed gezockt. Müsstet ihr auch gerade mal ein paar Szenen gesehen haben vom Kilian, vom Jens. War ja, nice, war ne? Nice, war sehr schöne Grafik vor allem. Bin ich sehr gespannt drauf, wirklich. Man hat zwar gesehen, es ist noch wenig Content, aber klar, war eine Pre-Alpha-Version. Aber es war nicht mal verbuggt irgendwie, also es lief. Es lief echt super. Und mit Controller, ich zocke echt selten mit Controller, aber es hat sofort super funktioniert. Steuerung am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber klar, wie bei jedem Spiel. Aber Need for Speed, ich glaube, es ist so eine Überlegung wert, sich das zu holen. Also wahrscheinlich nicht instant am Anfang, weil das eh 100 Euro kosten wird. Oder weiß kein, Millionen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wird bestimmt, das ist kein Weitwinkel, deswegen. Deswegen, ich denke, bin gespannt, sehr gespannt. Wirklich. Dieses Jahr wahrscheinlich noch erscheinen, ich hoffe. November. Ja, November. Preislich werde ich eh ein bisschen abwarten. Oder zu 70? Ich vermute auch. Ja, aber war cool und ihr werdet jetzt weiter noch ein bisschen was sehen, was hier abgeht. Ey, wie geht's dir? Ja, wie geht's, Leute? Wir chillen hier gerade in der prallen Sonne. Penner ist auch wieder da. Wir haben eine große Meute hier angesammelt. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Wir sind krank ein bisschen. Ich hab Blut. Wie geht's? Ja, jetzt chillen wir ein bisschen in der Sonne. Mal gucken, was da abgeht. Was machst du da? Vogelerei? Machst du ein bisschen 3D-Modus? Ah, ich spiel ein bisschen rum mit deinem Fokus. Ja, du kannst Fokus nicht selber entscheiden. Doch, kann man. Echt? Ja. Ah, cool, dass ich das auch cool, mache. Cool, ey. Auf jeden Fall, mal gucken, was wir noch machen. Wir haben ja bis jetzt schon, denke ich, mal ganz viel Schönes gesehen. Abgesehen von Rotwilds Gesicht natürlich. Und ja, haut rein. Wir chillen jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sehen, was abgeht. Jo, Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade ein bisschen am Chillen mit Weiß und so. Wie geht's? Gut, ihr? Also, sind Sie zufrieden mit dieser Gamescom? Ja, ich habe gehört, auch hier sehr starke Varo-Finale ist. Ja, Varo zickzack zerstört uns zwar, aber sonst läuft es echt super, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt. Ja, wir chillen hier gerade mit ein paar Leuten, JB natürlich. Wollten jetzt noch in den Konferenzraum gehen von Game & Clerks, noch mal kurz abkühlen, Energie sammeln ein bisschen. Und ansonsten werdet ihr noch was sehen von der Gamescom eben. Hey, Peter. Peter ist auch wieder am Start. Peter, wo ist dein Dokumentenfach? Ganz hinten. Wo? Hier. Hey,
Der Effekt ist sehr lecker. Was geht ab? Patrick möchte euch eine Geschichte erzählen, wie man hier an günstig, also kostenlos an Effekt kommt. Ihr auf der Gamescom seid, ne? Und ihr braucht also How-To. Ihr braucht einen Rucksack, der sollte so eine Größe haben von ein paar 40, 50 Zentimeter Höhe. 40 Zentimeter. Und dann geht's zum Rocket Shunt. Aber nicht beim Rocket Shunt so vorne, wo die so mit dem Mikro machen, hier kommt das doch so. Nein, hier geht der Trick, der Ausländer-Trick geht. Wenn ihr so die Bühne seht, rechts, da ist so ein Gefrierding, ne? Da ist so ein Effekt drin. Kühlschrank nennt man das. Nimmst du dir einfach sieben? In dem Rucksack, Leute, ihr seid wahrscheinlich nicht allein auf der Gamescom, ne? Ihr seid bestimmt mit mehreren Freunden. Einer lenkt ab, so die Moderatoren, auf und dann rein damit. Ne? Ich hab's probiert, es klappt. Ich hab vier Stück bisschen gestohlen. Ich geh gleich wieder hin. Nochmal welche Durban. Mal gucken, was. Wenn schon Belash ist, einfach mitnehmen. Belash. Auf jeden Fall, how to grab effect for free. Und jetzt so ein Link. So Link. www.virus.18. Amazon Rap Link. Und so geht das, so kann man kostenlos oder trinken. Oder wenn ihr das nicht hinkriegt, also Amazon Rap Link könnt ihr das auch machen. Ja, Amazon Rap Link könnt ihr auch ein bisschen kaufen. Jetzt CRD. Hallo. Möchtest du Hallo zur Welt sagen? Hallo. Er hat Hallo zur Welt gesagt. Haut rein. Mal gucken, vielleicht gleich. Bist du Nutten und so. Ja, Leute, wie es sich für richtige Kennex und Ausländer gehört, war das Pressezentrum Wasser kaufen. Man hat eigene Modus. Wenn es nicht schon kostenlos Leitungswasser gibt, warum dann nicht? Ne? Ja, komm, Leute, filmen wir. Hier, los. Also, Leute, wir filmen gerade unsere Flaschen auf. Wir halten mit Double Kamera. Wie fest hast du das zugedreht, Digga? Ganz ehrlich, wozu bezahlen, wenn es kostenlos gibt? Warte. Also, ah, das tut richtig weh, Alter. Warte, ich muss gerade zwei Cams halten, das ist voll Problem für mich. Wo ist Technik? Einer hat hier und einer hat für Sau. Schnell, Bruder, bevor ihr nicht mit Krawatte reinkommt und das schon sieht. Bruder, ich probier mal Taste, weil. Leute. Sieht man dich gut? Mhm. Kann man machen, ne? Guck mal, der instant am Wegexen. Ja, oh. Junge Leute, ne? Wenn ihr so. Dreh mal Bildschirm, damit ich was sehe. Wenn ihr so rich Eltern habt, ne? Geht mit auf den Kieholstein. Saskia. Geht einfach hier, kommt Gamescom, bam, fertig. Komm, Freunde. Muss aber mitsingen. So, Leute, nächster Part mit Petrit. Der macht. Ich kann das nicht, der macht Dragon Ball Intro. Bisschen, kannst du. Du hast längst gemerkt, weißt du? Du bist der Weg. Und wie geht's bei dir? Wie geht's bei dir und über gestern? Warum ist gut? Klavier am Spielen, am Lachen und jetzt S-Bahn und dann auf einmal zu Hause. Ich habe vergessen aufzunehmen, muss ich sagen. Und ja, wir sind jetzt zu Hause bei Lea vorbei. Hast du das Ankündigungsvideo direkt in dem Gamescom-Video gemacht? Ja. Gut. Ja, also Donnerstag, heute für euch. Zuschauertreffen, Hinterhalle 8, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Kommt vorbei, besucht uns. Für alle, die uns am Deutschland-Tritt nicht sehen konnten. Und ja, also wenn ihr seht, ich habe ein bisschen auf Wannabe-Vlog-Schneider gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich muss mir das erstmal aneignen. Und ich bin auch ein bisschen müde gerade. Deswegen, Pete, wie geht's? Kann auch sein, dass die Kamera voll oft keinen Fokus gesetzt hat und so eine Scheiße. Ich muss halt noch mit der Kamera, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich mit der Cam schneide. Beim Deutschland-Tritt haben wir nicht geschnitten, nur aufgenommen. Deswegen, morgen Zuschauer, also heute Donnerstag Zuschauertreffen, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Hinter Halle 8, das ist da, wo Big FM auch Strand hat. Und kommt vorbei, reichlich in Scharen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den findet. Und schaut bei JB vorbei und bei den anderen YouTubern. Und Gamescom war cool heute der Tag. Ich bin müde. Hau da rein. Hau da.